Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von Mr. Baron für den Kanal Ivima. Ich zocke jetzt das Spiel Projekt Nomads. Es ist zwar ein älteres Spiel, aber ich finde es macht trotzdem noch Spaß. Und ja, ich will jetzt die Story durchzocken. Das ist so mehr so ein Future-Spiel. Ja, gut. Wo man einen Nomaden spielt. Ich selber durchgespielt habe ich das Spiel noch nie. Es war zwar in der Computerbild-Spielezeitung von 2006 oder 2003. Weiß nicht genau, als Vollversion, ich weiß nicht, irgendwas in dem Rahmen da, und ja, aber ich habe das noch nie durchgespielt. Es ist jetzt also Premiere, wenn ich das jetzt durchschaffe. Also, aufgebaut ist das Spiel mit drei Hauptfiguren, einmal Goliath, John und Susie. Ich sehe das eher als Schwierigkeitsgrade oder Spieltyp an. Goliath ist so der schwerere, was man auch an den Körperbauten sieht. Der hat so schwere Waffen, womit er teilweise mit einem Schuss schon einen Gegner eliminieren kann. John ist da schon so der mickrigere, der hat da so Waffen, der muss da nicht so oft schießen, aber das wäre so jetzt so ein Apokalypse-Film oder sowas, die normale Hauptfigur. Und Susie, die ist so mehr so fantasiemäßig, die hat so ganz kleine Sachen und so Feensachen, das wäre eher für die weiblichen Spieler. Am liebsten spiele ich Goliath, das ist einfach meine Lieblingsfigur und nicht weil ich eine Lusche bin, sondern weil er einfach am meisten Spaß macht. So, jetzt kurz nochmal das Intro. Im Chaos der Kriege zerbrach die Welt und die alte Zivilisation der Baumeister ging unter. Heute, lange nach der Katastrophe, ist die alte Welt nur noch eine Legende. Die wenigen Überlebenden haben sich auf den schwebenden Trümmern des Planeten niedergelassen, die langsam durch das endlose Meer der Wolken treiben. Nomaden sind sie, rastlose Abenteurer, auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Sie kamen vom Grauen Markt. Drei Freunde, Nomaden, Abenteurer. Susie, Goliath und John. Sie waren die Besten weit und breit, wenn es um heikle Aufträge ging. Trevane, der alte Halsabschneider, hatte ihnen einen Tipp gegeben. Eine geheimnisvolle Insel im Gebiet der Wächter. Schwer bewacht, sehr gefährlich. Aber es lockte reiche Beute. Ein Artefaktlager der Baumeister. Damit hätten die drei Abenteurer für immer ausgesorgt. Obwohl Trevane natürlich seinen üblichen Anteil abziehen würde. Es ging auch alles glatt, bis plötzlich ein Geschwader von Jägern aus den Wolken auftauchte. Zerschellte. So, und das ist dann auch schon unser Part, würde ich sagen. Ja. Also, wir wissen jetzt, unser Heimatplanet ist im Chaos der Kriege, wie er wörtlich gesagt hat, zerbrochen, also hochgegangen, was wahrscheinlich im Dritten Weltkrieg passieren würde, wenn es den geben würde. Und jetzt laufen wir schon mit unserem Goliath hier auf dieser schönen Insel rum. Alle denken, ich bin tot, aber nein, ich lebe ja noch. Gehen wir mal zum Tempel da oben. Oh, Gandalf. Was ist passiert? Wer hat mich geweckt? Du. Ich bin dir sehr dankbar, Nomade. Vor langer Zeit wurde ich von den Wächtern hier eingesperrt. Endlich bin ich wieder frei. Zum Dank werde ich dich reich belohnen. Folge mir.
So, also wir wissen jetzt, unsere Welt ist zerbrochen und jetzt sind wir auf einen Herr der Ringe-Fan gestoßen, namens, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt einfach mal Gandalf an dieser Stelle. Also wir haben jetzt einen Freund, der nennt sich jetzt ab jetzt Gandalf. So, das ist mein Flugzeug, reparieren werde ich es wahrscheinlich nicht mehr. Schade. Gut. Ja. Ey, ich stehe auf so Lusche. Das kann nicht mal richtig laufen, kann das bekifft oder was? Na, egal. Ja, gut. Zusammen werden wir diese fliegende Insel in ein mächtiges Schlachtschiff verwandeln. Wir werden deine Freunde aus den Klauen der Wächter befreien, bevor es zu spät ist. Die Wächter werden meinen Zorn spüren für das, was sie mir angetan haben. Das ist dein Leuchtturm. Wenn er zerstört wird, bist du verloren. Das sind die magischen Artefakte der Baumeister. In den Kristallen ist das alte Wissen gespeichert. Nichts in der Welt ist kostbarer. Gebrauche sie geschickt und weise. Wenn du ein Artefakt aufnimmst, ist es in deinem Gürtel. In deinem Gürtel ist Platz für drei Artefakte. Laufe über das Artefakt, um es aufzunehmen. Jo, er baut uns erstmal einen Leuchtturm auf die Insel, womit wir sterben, wenn es kaputt geht. Ist ja schon mal sehr freundlich von ihm, von unserem Gandalf-Kumpel hier. Heben wir noch mal auf. Sehr gut. Dieses Artefakt wird einen Wachturm erschaffen. Aktiviere das Artefakt. Entfessle die schlummernden Kräfte. Da muss immer alles, dass der immer alles dramatisieren muss. Entfessle die schlummernden Kräfte. Oh, als ob ich da jetzt Angst vor hätte oder so. Gucken, kann ich das woanders hinbauen? Nein, kann ich nicht. Dann baue ich das mal mitten in der Insel. Andere Möglichkeit habe ich ja leider nicht. Würde auch irgendwie ganz vorne ganz gut passen. Sehr gut. Benutze den Wachturm, um deine Insel zu bewegen. Im Wachturm kannst du Navigationspunkte anwählen und ansteuern. Das ist so unnötig mit diesen Sternen an seiner Hand und dass er da die ganze Zeit. Ach nee, diese unrealistischen Gesten und. Na gut, es ist ein altes Spiel und über sowas sollte man nicht meckern. Ich finde, dafür, dass es so ein altes Spiel ist, ist das schon sehr gute Grafikqualität, muss man sagen. Na gut, ich habe das jetzt zwar auf die beste Grafik gestellt, es ist immer noch nicht die beste, aber ich glaube nicht, dass man von so einem alten Spiel Crysis-Grafik erwarten kann. Jumpen wir hier erstmal durch die Gegend, als ob wir nichts anderes zu tun hätten. Sehr gut. In diesem Artefakt ist ein mächtiger Geschützturm gespeichert. Verteidige deine Insel mit den Geschütztürmen. Jedes Gebäude benötigt Energie. Ohne Energie bist du hilflos. Sammle diese Energiekugeln auf. Vernichte die Anzeige. Kommen da Gegner aus dem Hinterhalt, ey. Alter. Alles klar. Theoretisch könnten ja jetzt schon meine Insel bombardieren. Aber die sind ja so freundlich und lassen mich erstmal ein Geschütz zum Aufbauen. Die haben wenigstens noch ein bisschen Ehre im Blut. So. Angeschützturm mit Tab. Weiß gerade selber nicht, wo ich hinschieße in dem Feuer. Und mein Geschützturm ist kaputt, bevor ich überhaupt jemanden eliminieren kann. Alles klar. Versuche es noch einmal. Wenn ein Gebäude zerstört wird, bleibt das magische Artefakt zurück. Benutze das Artefakt, um ein Gebäude wieder aufzubauen. So, das heißt also, wenn ein Gebäude kaputt gemacht wird, dann kann ich es wieder aufbauen, indem das Artefakt mit den schlummernden Kräften zu Boden fällt.
benutzen. So, wo seid ihr? Wehrslinge. Erster Treffer. Und haben wir noch einen zweiten? Ja. Und einen dritten. Dritten kommt auch noch rein. Du bist der Dritte. Nein, willst du nicht. Doch, wirst du. Ja, oh Junge. Mit zwei Schüssen kann ich so ein Ding eliminieren. Das ist doch schon mal praktisch. Gut zu wissen. Erster Treffer und zweiter Treffer. Alles klar, das war's wohl. Sehr gut. Hier hast du eine Belohnung. Zerstöre die Gebäude deiner Feinde, um neue Artefakte zu erobern. Denk daran, du kannst über all deine Waffen und Fahrzeuge direkt verfügen. Nun wird es Zeit. Auf zum Grauen Markt. Wir haben viel zu tun, Nomade. Am Grauen Markt kannst du deine Insel weiter ausrüsten. Naja, Grauer Markt erinnert mich mehr so an Schwarzmarkt. Außerdem glaube ich, dass dieser Gandalf ganz schön bekifft ist. Die Luft scheint ihm auch ganz schön zu schaffen zu machen. Ja. Also, Navigationspunkt verfügbar stand da gerade, also werden wir wohl weiterreisen können. Ja gut, ich würde mal sagen, das kommt im nächsten Part, dass wir jetzt weiterreisen. Danke, dass ihr den ersten Part geschaut habt. Schaut bitte meine weiteren Parts. Außerdem noch das Projekt von EPLP, Minecraft. Ist jetzt also momentan mehr, sollte er eigentlich als Füllprojekt machen, aber ist jetzt eher mehr oder weniger sein Hauptprojekt geworden. Er sucht noch nach einem Spiel, was er Let's Playen kann. Ich habe hier schon einige gefunden und ja,